Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Tech Industry. Yo, wir haben, beziehungsweise ich habe einfach mal Aufnahmen unabhängig diese Overclocker mal gemacht. 10 Stück. Die hauen wir auch direkt mal hier unten rein. In diesen Extractor. So, 4 Stück. Na komm, mal so. Jetzt geht das Ganze schon mal ein bisschen schneller. So ist halt nicht mehr so eine Ewigkeit, bis halt dieser Rubber verarbeitet wurde. So beugen wir schon mal einer Überfüllung dieses Extractors vor. Dann tun wir den Rest einfach mal in diese Recycler. Ihr seht, hier oben ist also wieder richtig viel los. So, hier tun wir mal 2 rein, die anderen tun wir jeweils mal 1. Ja, es ist halt so ein bisschen mehr Speed hier dabei. Ja, kommt schon die Meta wieder an. Jetzt können wir halt ein paar Scraps mehr in der Sekunde als vorher. Wird das auch alles hier wieder schneller verarbeitet. Ja. Gut, ich denke, dann sollten wir eventuell mal wieder überlegen, ob wir nicht weitermachen wollen mit unserem ME-System. Hier haben wir mittlerweile ein bisschen Rubber eingesammelt. Was macht hier der Rubber? Ja, geht, ne? Ist halt nicht so schnell wieder unten. Tun doch einfach mal hier das restliche Holz rein. Das restliche Rubberwood. Wenn wir es jetzt einfach so ineinander gekettet nach oben fährt. Sieht geil aus. Definitiv. Ja, kommt auch so ein bisschen mehr von der Farm. Auch wieder was von der Farm. Die Farm ist schon praktisch. Jetzt, wo sie auch mal richtig läuft. Ja, hier haben wir irgendwie richtig viel Strom. Ich weiß noch gar nicht, wohin mit dem Ganzen. Aber wenn wir das im E-System haben, dann wird das ja, uns vielleicht ein bisschen von der Hand genommen. Dafür holen wir uns erstmal ein bisschen Quarz. So ein bisschen ist gut, ne? Wir haben ein paar Stacks hier. Ah, das sind genau 3 Sticks. Witzig. Da holen wir uns nur 64 von dem Zeug. Und einmal das Tool. So, dann machen wir direkt mal ein bisschen Silikon, genau. Das war das, was ich suchte. Gut, ich habe jetzt mal so ein bisschen von euch erfahren, dass ich diese 64K Storage Units sein lassen sollte und stattdessen diese 16K machen soll. Ja, warum auch immer, ne? Deep Storage Units, ja, anderes. Wie heißen die? Cell, ne. So, jetzt aber. Storage Cell. So, daraus mache ich dann dieses Segment und daraus mache ich den Block und aus diesem Block mache ich das Cluster. Achso, ne, weil der Cluster wollten wir nicht. Zurück. Hier. 16.000. Ja, stimmt eigentlich, ne? Wenn ich jetzt hier so gucke, von wie vielen Einheiten haben wir 16.000? Ja, die beiden überschreiten das. Der Rest aber geht. Der liegt nicht bei 16.000. Nö. Ganz gar nicht. Ja, dann macht das ja anscheinend doch mehr Sinn. Dann können wir auch ein bisschen daran arbeiten. Aber egal. Wir benutzen jetzt erstmal das hier. Können wir 63 Dinge einspeisen. Ich denke, da kommt auf jeden Fall Cobblestone und Dirt und halt sowas, was man eigentlich viel zu viel hat, rein. Ja, dann müssten wir
diese ME-Kabel mal machen. ME Cable. Da, hier unten sieht es schon mal gut aus. Da. Das will ich haben. Also Quarz. Genau, Quarzfaser kriegen wir ja. Ne, aber nicht ganz. Okay. Nehmen wir erstmal ein Stack. Glas habe ich hier auch noch irgendwo? Ne, habe ich nicht. Habe ich alles für diese Bottles ausgegeben. Okay. Dann holen wir uns das hier auch mal. Okay, der okay. So, jetzt haben wir das. Machen wir das erstmal hier rein. Okay, jetzt haben wir erstmal einen Stack davon. Sieht schon mal gut aus. Dann brauchen wir noch zwei Stacks Redstone. Oh, ich bin so froh, ne? Dass wir wieder einiges in Redstone haben. Da können wir richtig geile Dinge wieder machen. Wir müssen nicht unbedingt die Meta vergeulen. Na gut, mittlerweile haben wir 5 Stacks davon. Voll übertrieben. Aber okay. Wo hier haben wir das? Dann kommt Redstone hier hin. 264 ME-Kabel. So, wir brauchen dafür aber erstmal einen Controller und diesen Chipset. Ach Gott, ne, wie ging das? Also Diamanten erstmal. Oh, mal 10 Stück oder so. Ich meine, wir können ja jetzt einige Diamanten mal hier rausnehmen. Das war so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich rate gerade. Aqua, ganz knapp. Silikon brauche ich. Aber sonst war die Ausführung eigentlich ganz in Ordnung. Gut zu wissen. Warte, hier ist auch genau ein bisschen Rubber. Können wir schon mal hier wieder reinschmeißen. So, jetzt aber. Boah, ich ja Schluck auf. Da bringt noch um. So. Ach egal, wir haben ja die Diamanten. Oh, direkt. Wir müssen nicht sparsam sein. Wir können direkt groß denken. Dann schmeißen wir das auch gleich in den Ofen. Komm, ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir das. Dann... ja, fehlt uns noch dieses komische Muster hier. Das müssen wir noch anlegen. So, haben wir schon mal einen ME-Controller. Ein ME-Chest. Ein ME... Crafting Monitor Terminal. Aber dafür brauchen wir erstmal den, diesen Access Terminal. Da brauchen wir diese Conversion Matrix. Okay, die kriegen wir so. Okay. Also so Quarz und Gold. Da wir die eh öfters brauchen, brauchen wir ganz viel, wie wir kriegen können. Vorausgesetzt, wir hätten den Redstone in der Menge. Egal, schmeiße ich erstmal hier in den Ofen. So, dann kommt das so war irgendwie und jetzt habe ich auch den Rest wieder vergessen. Achso, okay. Ah, siehste, ich brauche Redstone. So, den mal geholt. Der kam so, das kam so. Ich hab's wieder vergessen. Behindert von mir, warte. So. Ja, das ist richtig und ein Eisen. Machen wir direkt ein paar mehr davon. Ich weiß nämlich jetzt schon, dass wir einiges davon brauchen werden. Na, ich will immer noch den. Jetzt haben wir das Glas. Ja, okay, dann können wir das ja machen. Den
dahin, das Kabel hier hin, das Glas hier hin und was war das? Eisen? Eisen, ne? Oh, aber nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Ich muss was loswerden. Was denn am besten? Das hier, das braucht keiner. Also ich brauche es zumindest jetzt nicht. Die Chainsaw brauche ich jetzt auch nicht. Stone Slips brauche ich auch nicht. Okay. Gut, jetzt haben wir das hier schon mal. Den Controller sollte man eventuell an die Stromzufuhr machen, oder? Und die Stromzufuhr ist ja hier. Ich überlege jetzt. Nee, ich mag den doch schon hier dann stehen zu haben. Die Frage ist jetzt, ob ich wirklich an den Controller es anschließen muss oder nicht. So, hier kommt dieser Access Terminal hin. Und I will do. Es regnet, ne? Und gewittert auch noch. Mein Gott. So, ich muss mal kurz gucken, wie weit wir sind. Ja, wir könnten dann auch schon gleich wieder Schluss machen. Also, das ist immer noch nicht verbunden. Den werden wir auf jeden Fall zum Crafting Terminal aufwerten. Den können wir nämlich direkt da drin umcraften. Ja. Also, dann haben wir schon mal diese beiden Dinge. Ich mache mal jetzt die. Ach, wartet. Genau, wir können ja noch schnell ein paar von den Dingern machen. Nein, nicht so viele davon. So, schmeißen wir die hier auch gleich in den Ofen. Dann haben wir die auf jeden Fall auch dann schon mal. Also Kabel haben wir, den Controller haben wir. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir noch, also was uns fehlen würde. Mal schauen, was gibt's denn hier? ME-Controller. Die beiden haben wir. Ah, genau. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das kann man auch noch machen. Das sieht einfach aus. So. Jetzt habe ich auch wieder alles vergessen. Achso, ja. Genau. Und Eisen. Ja, wir sollten mal sehen, dass wir ein bisschen Eisen so noch in Land ziehen. Ja, womit tue ich das? Komm, ich stelle das hier in die Ecke. Hier können wir dann so, ich sag's jetzt einfach mal Scheiben, ja, dekodieren, also so einen Code drauf schmeißen, womit wir dann praktisch automatisch Sachen craften lassen können. Das wäre eigentlich ganz geil. Wenn wir es halt nochmal alles so ein bisschen zügiger voranschreiten. Okay, dann machen wir aber Schluss, ne? Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Tech Industry Time. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, wo wir uns noch ein bisschen mehr mit diesem ME-System beschäftigen werden. Also wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich den Serverraum dann mal aufziehen. Das hier versuchen dann loszuwerden. Ja, mal schauen, ob wir das wirklich alles in einer Folge schaffen werden. Wenn es euch weniger Spaß gemacht hat, dann lasst natürlich einen Daumen da oder einen Kommentar. Ne? Ja, mit diesen Worten, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.